hier. Ich bin den Hinweis. Das sag ich nicht! Das mache ich! Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze! Bitte, Ravenclaw. Vielleicht gehörst du nach. Oh mein Gott, ja! Ih, was habe ich für Dreck im Gesicht? Oh Gott, der ist gefressen worden! Es muss ja auch relativ. Arresto-Momentum wollte ich gar nicht machen. Es muss ja auch eigentlich relativ dicht da sein für dieser Schatzkarte, oder? Es ist ja alles immer relativ dicht hier beieinander. Also ich finde das da. Tatsächlich ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. Revelio. Wingardium Leviosa. Oh no. Stopp. Das war ein bisschen übers Ziel hinausgeworfen. Hallo? Excuse me. Rein da in den Lauch. Sind die Vampire noch nicht davon? Nein, nein, nein. In der PC-Version muss man sich verbeugen, um den Blutdruckreis zu bekommen. Oder habe ich da was verstanden? Was? Nee, nee, nee. Es wäre cool, wenn man das machen könnte. Dass du nicht nur hinter dem Hypogreif hinterherläufst und ihn da in deine Tasche ziehst, sondern dass du dich halt verbeugen musst. Das wäre halt cool. Aber das, das ist anscheinend nicht. Und was für Vampire? Kommen hier Vampire raus, oder wie? Dann machen wir den Deckel schnell wieder drauf. Kann ich nicht. Ist mir zu schwer jetzt. Oh. Fusi. Shinies, das ist ja dennoch selten und die haben einzigartige Farben. Ich habe mich da jedes Mal gefreut. Ja, ich habe vorhin auch einen Shiny gefangen. Vom Kniesel. Hier, schau mal. Der da. Der hat ganz buschige Haare. Aber ich finde es schade, dass man dass es der gleiche Preis ist. Warum ist das denn nicht teurer, wenn es ja anscheinend was Besonderes ist? Das finde ich ein bisschen kurios. Revelio. So, wo wollten wir jetzt nochmal lang gehen? Ach du Scheiße, ist das noch ein weiter Weg. Holy Macaroni. Hier sahen auch schon mal besser aus. In der Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich fliege lieber da einfach komplett Luftlinie hin. Was sind das denn für komische Sachen? Rebellion. Sieht aus irgendwie wie so eine. Wie so eine Wettarena oder. Oh, da drüben kann man noch was anderes machen. Mann, das lenkt einen immer voll ab. Da kann man ja noch was machen. Und hier ist ja auch noch irgendwas. Wo ist denn dieser scheiß Astronomieturm eben, den ich jetzt gesehen habe? Der mir angezeigt wurde. Der mir jetzt schon wieder nicht angezeigt wird. Nein, ich fliege da jetzt zielstrebig hin. Wir wollten jetzt die Quest machen. Wir machen das jetzt auch. Ich mache jetzt einfach die Augen zu. Ich gucke gar nicht mehr, was hier alles ist. Ist mir egal. Ich fliege jetzt da zu der Quest. Mucksmäuschen still hier. Augen zu. Oh Gott, bin ich müde. Nein, wir wollten nicht gucken. Wir wollten weiter. Okay. Ja. Das ist natürlich eine wilderer Höhle wieder, wissen wir ja. Okay. Phönixberghöhle. Let's go! Let's go! It's me, Mario!
Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Und auch diese Höhle sieht genauso aus wie die andere Höhle. Revelio. Das ist echt schade, dass die so ein bisschen ähnlich immer aussehen, oder Leute? Muss man wirklich mal sagen, das haben sie an manchen Stellen nicht ganz so cool gemacht. Revelio. Da sind mir Fledermäuse ins Gesicht geflogen. Müssen wir hier durch oder konnten wir erst oben noch lang? Können wir sowohl als auch gehen? Revelio. Was, wenn jetzt unten erst lang laufen? Ich gehe mal erst unten lang. Ich muss mal gucken, ob da noch so ist. Vielleicht geht es da ja dann auch gar nicht weiter. Könnte der Phönix da drin sein? Wie, habe ich den sofort schon gefunden? Confringo! Beware of Speeders. No! Oh, die Katzen streiten sich, Leute. Was sind das für Rohre hier? Confringo, Potato, Stupo. Das ist wahrscheinlich von der von der Mine, wa? Kann man hier der auch Sieg weiter? Kam keine Sekunde zu früh. Confringo. Kann ich nicht runterfallen, ne? Schade. Ich glaube, ich muss gleich noch mal kurz Pause machen und die Kätzchen füttern. Bevor wir hier weiterlaufen, weil sonst reißen die sich gleich die Schädel ein. Das wollen wir natürlich nicht. Also unten ging es, glaube ich, nicht weiter. Revelio. Ich wäre dann reingefallen in dieses komische Loch da und das hat nicht funktioniert. Also da kam ich nicht durch. Lumos. Ja, Lumos. Kündige dich noch mehr an. Kleines, dummes Mädchen. Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Ups. Die haben wir wohl ein bisschen randaliert. Guck mal, hier kann man auch Confringo. Warum gibt es hier überall so so Nebengänge? Wie explodieren die? Oh, scheiße. You see me rolling, the hating, the damn it. Ja gut. Aua! Wie? Potato. Super. Wo kam die denn jetzt noch her? Warum ist immer alles voll? Hm.
wir jetzt. Also verkaufen wir nicht, sondern zerstören wir jetzt einfach alles. Alles zerstören. Um was Goldenes zu bekommen. So, ihr Lieben, ich mach kurz Pause. Bin gleich wieder da. Wollt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Ich werde kurz die Katzen füttern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann gucken wir mal, was wir hier drin noch machen müssen. Und vielleicht weiß ja in der Zeit noch jemand, wo ich da wegen der Schatzkarte das noch finden kann. Das würde mir sehr weiterhelfen. Ansonsten muss ich ja vielleicht doch hoffen und Glück haben, dass ich das noch finde. Also, bis gleich. So, I'm back. Evi ist auf Toilette. Ja, ich habe auch überlegt, Sonnen-Emote irgendwie zu machen, aber ich wollte jetzt die eine Streamerin dann nicht nachmachen und mir da irgendwie das Emote abgucken. Aber da habe ich noch nichts gefunden. Außerdem haben wir leider noch nicht weitere Emote-Plätze. Ich glaube, die schaltet man erst wieder frei, wenn ich... Ich weiß gar nicht, wann ich neue Emote-Plätze bekomme. Ich glaube, nur wenn man dann Partner ist. Ich glaube, ich habe schon alle Emote-Plätze ausgeschöpft. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Weiß ich gerade gar nicht genau, ob man da noch weitere... weitere Emotes bekommt. Ich meine, wir haben ja auch mittlerweile echt viele, ne? Ich finde es immer witzig, dass man von denen auch gleich die Klamotten kriegt, als ob man die auszieht, die Leute. Oh, und wir haben Torschlüssel gekriegt. Oh, das ist natürlich nett. Das ist natürlich nett. Da oben ist noch irgendwie eine Truhe. Noch ein Beutel. Ach komm, da gehen wir auch noch mal kurz noch mal hin. Noch mal zur Seite rüberklettern. Vielleicht eine Evi, wo ein Pups rauskommt. Das wäre zum Beispiel witzig. Ja, aber ihr wisst doch, ich habe gar keine Beine. Also kann ich ja auch gar nicht pupsen. Und welche Schatzkarte meinst du? Die eine, die wir gekriegt haben vorhin. Und wo wir dann mit der... Also es ist so eine Mini-Mini-Quest. Die hier. Henriettas Karte. Eine mysteriöse Schlosskarte. Schlosskarte? Okay, ich weiß trotzdem nicht weiter. Aber wo soll dieses Schloss sein? Das soll irgendwo hier sein. Da ist anscheinend... Ach, weißt du, wir haben das in dem Schloss gefunden. Und ich dachte, dass man dann... Ich habe keine Ahnung, wo das denn sein soll. Also es soll irgendein Schloss sein und da findet man dieses Zeichen und man soll das Feuer durch Schnee ersetzen. Ich habe halt nicht gelesen, dass das Schloss stand. Okay, müssen wir trotzdem... Sie meinte ja, das ist irgendwo in der Nähe. Vielleicht reisen wir dann einfach doch nochmal zurück oder so danach. Nachdem wir die Quest jetzt mit dem Phönix gemacht haben. Weil ich würde schon gerne wissen, was es damit auf sich hat. Revelio. Jetzt machen wir erstmal das Schloss hier auf. Der Phönix. Warum flattert der hier lang? Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Der hat dich gar nicht gesehen. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Du bist unsichtbar. Der kann dich gar nicht gesehen haben. Shut up. Shut up, shut up, shut up. Shut up, shut up, shut up. Man pupst ja auch mit den Beinen. Man kennt es. Perfekt. Natürlich. Pupst du etwa nie mit deinen Beinen? Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Alohomora. Alohomora. Was haben wir denn hier? Noch ein kleines Trüchchen. Ha.
Wie ein Parkour. Zack, und unter durchsliden. Revelio. Da ist er wieder. Wo? Ich hab den gar nicht gesehen. Der war nicht da. Die hat gelogen. Hirngespinst. Revelio. Contringo! Kann man da eigentlich auch noch irgendwo lang? Kann ich hier hochklettern? Kann ich da von oben nur runterspringen wahrscheinlich? Revelio! Wow, eine Brille mit silbernem Gestell. Was kochst du, wenn Kochstream ist? Weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, was für Rezepte ich finde im Harry Potter-Universum. Also, weil wir hatten ja gesagt gehabt, wir wollten als Motto Harry Potter halt nehmen. Oder halt Hogwarts, fantastische Tierwesen. Und ich habe jetzt zwei Kochbücher auf meine Amazon Wishlist gepackt. Und, weiß nicht, Butterbier, gefüllte Kürbispasteten oder sowas. Das sind jetzt so typische Sachen, die ich schon gefunden habe. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch weitere Rezepte, die ich bisher noch nicht entdeckt habe. Und, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Die Lieblingsspeise von Harry also. Ist die Lieblingsspeise gefüllte Kürbispastete? Muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Eine Kürbispastete oder sowas. Revelio. Weiß auch nicht, ob ich das lecker finden würde. Aber so ein Kochstream ist ja auch dafür da, dass man Sachen ausprobiert. Und ein Butterbier. Ich weiß gar nicht, habe ich damals ein Butterbier getrunken, als ich in London war? Das ist schon so lange her, ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Ob ich das damals getrunken habe oder nicht. Beine sind einfach zu viel. Acht Beine sind ganz schön krabbelig und eklig. Nee, aber ja, wegen des Rezeptes, da können wir dann noch mal gucken. Also ich werde euch dann informieren. Wir haben ja noch wirklich sehr, sehr lange Zeit. Bis da der Stream dann stattfinden wird. Da habt ihr ja noch ein paar Punkte zu sammeln. Und dann gucken wir einfach mal. Wäre natürlich geil, wenn ihr dann auch mitkochen könntet und mitkochen würdet. Aber es ist halt natürlich auch eine Frage, ob euch das schmeckt, ne? Muss ja nicht jemand Butterbier kochen, wenn er es gar nicht trinken möchte. Kommt hier ein Bosskampf? Oder kommt hier jetzt der Phönix? Wir sollen ja den Berggipfel erreichen. Das sieht mir tatsächlich nach. Du hast doch auch den Hippogriff. Hier, Leo. Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Petrificus totalus. Dreimal schwarzer Kater. Ich hab Essen geholt, wie du gesagt hattest. Und jetzt guten Appetit.
Wie, ich habe gesagt, achso, weil ich gesagt, okay, weil ich gesagt habe, holt euch mal was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Dann lass dir schmecken, was gibt's bei dir Leckeres? Was hast du dir Gutes gegönnt? Jetzt soll mal rein in die Futterluke! Auch schon gespannt, wenn ich mir nachher Lasagne mache. Ich weiß noch nicht, ob ich da nur, ob ich die nur Veggie mache oder ob ich dann, oder vegetarisch, oder ob ich mir vielleicht auch so ein bisschen irgendwas noch mit einmache, außer jetzt Gemüse. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Hallöchen, Dank Wolverine! Hallo Evi, meine Linkfix-Streamerin! Ach, hier wird ja schon wieder geschleimt, damit es einem ja schlecht. Wie geht's dir, Dank Wolverine? Schön, dass du da bist. Ihr habt auch keine Wölfe getötet hier heute. Außer den Animagus. Der zählt nicht. Nur ein schöner Döner. Oh, lass dir schmecken. Wie teuer ist der bei euch, Falke? Wie viel müsst ihr dafür zurzeit bezahlen? Bei uns ist der Döner tatsächlich auf 6,50 Euro angestiegen. Da vergeht's einem im Hals. Oh, guck mal. Muss ich den jetzt eigentlich fangen? Glacius? Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Ach, nur so? Dann kannst du mir erzählen, dass der so einfach zu fangen ist. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass das jetzt so einfach zu fangen war. Geht's prima und morgen ist noch Freitag. Besser geht's ja nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, ich habe jeden Tag Wochenende mittlerweile, ne? Das sollte ich untersuchen. Aber, ich bin auch froh, dass der Mittwoch rum ist und dass ich da ein bisschen was für die Uni geschafft habe. Muss ich auch sagen. Wo sind wir denn jetzt hier? Revelio. Scheiße! Wir sind voll in die Falle getappt worden! Ja, Digga, ich geb dir erstmal noch. Nicht ihre Leute da rufen. Einfach mal Level 35er Spinne weggesnackt. Das habe ich gut gemacht, Leute, oder? Oh, was ist mit denen hier? Wie sie schlafen? Oh Gott, die halten Hände. Waren die ein Diebespaar? Was ist mit denen los? Warum liegen die hier so? Contringo! Revelio! In die Falle einfach, ey. Sind das da?
für Sachen. Moment, und jetzt schließt sich das einfach und ich komme nicht mehr raus. Aufpasse. Oh, das wäre bitter. Hier gibt's Wölfe? Ja, vielleicht. Nur eine 79er-Kombo, oh no! Ah, shit, die 100er-Kombo jetzt. Ja, war knapp, ne? Der wollte doch mit dir mit. Hast du nicht auch die Story? Ach, stimmt, ja, der Phönix. Wollte. Ja, doch. Ist das ein Schachfeld? Spielen wir jetzt Schach? Wie geil ist das denn? Ohne Scheiß, Leute. Das habe ich noch nie gesehen, dass das jemand entdeckt hat. Ich habe schon echt viele Videos gesehen von Easter Eggs. Aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Revelio. Wie cool ist das denn bitte? Wenn ich da jetzt rauftrete, muss ich Schach spielen? Contringo. Verschwinden die Figuren? Nee. Und wie sich bewegt? Kann ich die bewegen? Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Warum ist die ohne hier? Was kann ich damit machen? Revelio. Aber die Ohne ist doch keine Schachfigur. Revelio. Hä? Schon wieder so ein Ding, wo ich nicht weiß, was ich machen muss. Ist schon bei TikTok? Bei TikTok. Das kenne ich auch nicht. Nee, ich habe das bisher noch nicht gesehen, Revelio. Bei niemandem. Das habe ich bisher noch nicht entdeckt, finde ich mega cool. Sieht interessant aus. Ja, aber du verrätst mir ja nicht, was ich machen soll, du blöde Ursel. Trotzdem, das mit der Ohne da? Warum ist die hier? Warum? Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Contringo. Contringo? Hier sind halt diese Dinge, aber die muss ich auch nicht entzünden. Hast du denn gesehen, Falke, was man hier machen kann? Oder ist es einfach nur ein Easter Egg? Also ist es wirklich nur ein Easter Egg? Es wäre auch cool, wenn die sich töten würden. Aber dann frage ich mich, was ich da mit der Ohne machen sollte. Sie muss da rein. Da gehört sie hin. Revelio. Soll ich sagen, was ich gesehen habe? Na, kann man das aktivieren? Also ist das ein Zauber, den ich schon besitze? Das könntest du halt sagen. Und dann könntest du auch einen Tipp geben, welche Farbe vielleicht, dass ich da vielleicht probiere. Also noch nicht immer gleich sagen, was die Lösung ist. Und ja, hier gibt's Wölfe, Dark Wolverine. Die sind unbesiegbar, an denen kann man die 100er kommen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich einmal gegen einen Gegner, da habe ich auch eine relativ fette Kombo gehabt, sogar über 100 sogar schon. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen soll.
Den Zauber habe ich auf jeden Fall. Vielleicht verwandeln. Dass man die Urne eher in eine Schachfigur verwandelt? Ob das vielleicht gehen würde? Oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch ausgewählt. Nein! Ich hatte recht! Okay, krass. Okay, und jetzt? Okay, man kriegt dafür eine Truhe. Krass. Okay. Natürlich ist bei mir wieder alles voll. Ist ja wohl logisch. Ist ja wohl logisch, dass wieder alles voll ist. Cool. Okay, das habe ich bisher echt noch nicht gesehen. GG! Wie ist dein Fazit so vom Spiel bis jetzt? Ja, ganz gut. Also, klar muss man wahrscheinlich so eine Art der Spiele... Okay, das finde ich ja richtig cool, dass du das jetzt verwandeln konntest. Dann hast du die platziert. Und jetzt, also, wow. Wow, wow, wow. Nee, man muss halt, ich glaube, die Art und Weise einfach mögen von solchen Spielen. Hier. Und ansonsten, ja, ich finde es ganz cool. Also, der Hype war darum auf jeden Fall begründet. Wir wollen jetzt aber eine richtige Partie hier sehen. Ja, mehr kann ich leider nicht machen, glaube ich. Rebellion. Mau, mau. Oh, diese Katze wieder, ey. Was hatte ich denn hier auf der rechten Seite? War das das hier? Ich glaube, ne? Nee, also es macht Spaß. Man kann viel entdecken. Die Rätsel sind unterschiedlich. Man hat bisher eine echt coole Story so. Aber ich weiß nicht, wenn man nicht viel mit Harry Potter oder Hogwarts oder so anfangen kann, weiß ich nicht, ob einem das so gefallen könnte. Rebellion. Ansonsten, wenn man natürlich so Fan davon ist, Open-World-Games zu spielen oder auch allgemein einfach Bock hat, Sachen zu entdecken, ist es schon echt cool. Mau, 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 mau. Ja, ist der Bilbo. Keine Ahnung, was der gerade hat. Zweifellos schon lange verlassen. Keine Ahnung, was der gerade hat. Okay, Leute, also vielleicht wegen des Schlosses. Da hat sie ja gesagt, dass das da in der Nähe war. Na, das hier wahrscheinlich, oder? Oder das? Viele Schlösser gibt's ja nicht. Da gibt's eins, hier gibt's eins und hier. Und sie hat eher das, glaube ich, markiert. Wir gehen mal erst zu dem. Wir gucken mal, ob wir da irgendwas finden. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist es das auch so. War schon. Das ist bestimmt der Bruno, den wir hören. Nee, ist der Bilbo. Der Bilbo ist fleißig am Miauen. Und der war drüben anscheinend auf Toilette. Weil man hat Scharren gehört. Rebellion. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Wie ist denn bisher euer Empfinden so von dem Game? Würdet ihr das Leuten empfehlen, die vielleicht auch Harry Potter nicht kennen? Oder, also ich muss ehrlich sagen, ich finde für Leute, die... Ja, wohl, wenn die halt so magische Sachen leiden können, dann wäre das eigentlich auch schon was. Open-World-Spieler kommen, glaube ich, auch gut auf ihre Kosten. Lumos. Komme ich da ran? Nee, ich muss wahrscheinlich... Ja.